Wir haben heute eine exklusive Mitfahrt mit dem Kia EV6 GT, also mit der stärksten Variante des EV6. Selber fahren ist leider noch nicht drin, aber dafür mitfahren mit einem Rennfahrer. Das wird bestimmt cool. Wir haben hier ganz kurz, nur damit du einen Überblick kriegst, über das Auto hier bei automativ.de. Herzlich willkommen übrigens. Wir haben hier vorne an der, gehen wir doch mal ganz kurz zurück, vorne an der Stoßfängereinheit hier oben, diese Senkrechten noch mal mehr drin. Es ist im Prinzip von der Optik eine GT-Line, aber wir haben mit dem einzigen Unterschied hier unten, dass wir noch mal ein bisschen mehr Senkrechte, mehr Sportlichkeit, mehr Breite dadurch haben. Und dann haben wir an der Seite die Bremssättel, die noch mal hervorgehoben sind in diesem stechenden Grün, und die 21 Zoll Räder. Wir haben auch größere Bremsscheiben, weil mehr Leistung, 585 PS, mehr Leistung erfordert natürlich auch größere Bremsen. Wir haben 380 mm vorne, 360 mm hinten. Die packen also oder sollten also richtig gut zupacken. Und das soll es jetzt auch schon außen gewesen sein, denn heute geht es ums Fahren, ums Mitfahren. Deswegen steigen wir kurz ein. Und wir haben hier an Bord Alex. Hi Alex. Und hallo. Danke, dass ich hier mitfahren kann und darf. Sehr gerne. Bin ich richtig gut. Du bist Rennfahrer, ne? Korrekt, ja. Rennfahrer, Instruktor. Und Instruktor. Genau. Genau, sehr cool. Ja, bin ich gespannt. Ich habe gerade schon gesehen, das sieht richtig gut aus. Dieses ist ja so leicht beleuchtet, ne? Genau. Richtig cool. Kann man eben auch von der Farbe her individualisieren. Ist also nicht diese Beleuchtung hier? Genau, korrekt. Ah, okay. Also auch in grün, sodass es zu den Nähten passt. So ist es. Genau, weil im Interieur haben wir auch noch ein paar andere Features hier, nämlich diese grünen Nähte und auch vor allem den grünen GT-Button. Genau. Den du mir gleich noch ein bisschen zeigen wirst, was da so geht, ne? Korrekt. Also wir werden generell mal durch die verschiedenen Modi switchen. Bedeutet, ich muss einmal ganz kurz hier Bescheid geben, dass wir hier raus wollen. Ja. Samstags ist leider das Tor geschlossen. Ja. Genau, werden also durch die verschiedenen Modi switchen, von Eco über den normalen Modus bis hin Sport und dann GT. Von dem GT-Modus können wir eben noch mal ein zweites Mal auf den GT-Button drücken, damit wir in My Drive kommen. Dabei haben wir die Möglichkeit zu sagen, dass wir verschiedene Bausteine dann eben auch individualisieren. Von der Motoragierung über die Dämpfung, ja, über ELSD, ESC. Dämpfer ist ja ein ganz großes Thema hier bei dem Auto, ne? Absolut. Diese adaptiven, genau. Kommen wir ja sicherlich gleich nochmal drauf, den Unterschied und so, ne? Genau, damit wir eben auch zeigen, dass man sehr wenig Wankungen im Fahrzeug verspürt, sowohl vorne nach hinten, ja, als auch zur Seite. Das heißt also, wir haben ein permanent souveränes Handling und eine super Traktion des Fahrzeugs. Selbst eben, wenn das Fahrzeug mal an einer Stelle durchrutschen würde von den Rädern her, wird die Traktion durch das hintere Schwerdifferential eben optimiert, ja, sodass auch da eben permanent beste Traktion vorhanden ist. Und man kann auch driften. Genau, es gibt einen Drift-Mode. Ein Verstecken, genau. Allerdings ist das nicht einfach so möglich. Das heißt, man muss wirklich, ja, dafür in der Parkposition und so sein und eben das Ganze bestätigen. Das heißt, keiner kann jemandem erzählen, dass das Ganze aus Versehen passiert ist. Und das finde ich auch richtig, weil ich denke, das ist wirklich etwas, was man nicht im Alltag einfach so mal nutzen sollte, sondern einfach wirklich nur auf abgesperrter Strecke, wo genügend Platz ist und nichts passieren kann. Oder auf der Autobahn auffahren. Nein, das Spaß natürlich. Wenn wir heute, das ist so eine rein hypothetische Frage, und ich bin kein Freund von wäre, hätte, wenn und so, aber wenn wir diese ganze Sache um CO2 und das ganze Zeug nicht hätten, würden wir vielleicht heute im Stinger GT in einer Auffrischung bzw. am neuen Modell sitzen. Ne? Das ist wahrscheinlich so ein Auto, was so ein bisschen in diese Stapfen tritt. Ne? Gut nur möglich. Halt auf elektrischer, absolut, genau, Version. Richtig. Ja, genau. Und Stinger GT ist dann halt nicht mehr so die Option, deswegen entwickelt man hier entsprechend weiter. So ist es. Aber ich denke, und genau das ist auch einer der wichtigsten Komponente, die wir hier sagen sollten. Wir sitzen hier zwar in einem Fahrzeug mit 585 PS bzw. ja, 430 kW, dennoch ist es ein GT-Charisma. Das heißt also, wir haben ein Gran Turismo mit sehr viel Leistung. Ja. Wir haben aber dennoch eben auch die Möglichkeit zu sagen, wir wollen sehr smooth fahren, wir wollen eben auch Langstrecke damit fahren und man ist trotzdem bequem unterwegs. Trotz, ja, Schalensitze, das heißt trotz, ja, der GT-Sitze, sind sie sehr, sehr bequem. Sie sind sehr gut gepolstert, man hat aber einen sehr guten Halt in dem Sitz. Und das finde ich einfach sehr schön. Die sind echt schön gemacht. Man sitzt ja hier auf so Art Velour oder wie man das auch Mikrofaser nennt oder so, ja, ne? Mit grünen
Nähten, Ziernähten. Genau, da spiegelt sich also das Lime Green von GT einfach immer wieder. Ja. Und das finde ich eben sehr schön gemacht. Sieht echt gut aus und ist echt sportlich. Aber klar, also dieser GT-Anspruch, klar, den hatte der Stinger GT ja auch, wie es im Namen heißt. Absolut. Genau, deswegen. Ja, wenn ich jetzt mal gleichmäßig eben auf der Gaspedalstellung bleibe und gehe mal von Eco in Normal, in Sport, in GT, man merkt immer so einen ganz kleinen Ticken, wo er sagt, okay, die Gasannahme ist noch direkter und ich möchte einfach jetzt etwas sportlicher unterwegs sein. Daran merkt man schon den ersten Hinweis, wenn wir jetzt sehr schnelle Spurwechsel machen, ist es auch so, dass man dort eben die Veränderung spürt. Das heißt also, Lenkung ist noch direkter, noch präziser. Dann eben, wie ich gesagt habe, die Dämpfung ist wirklich grandios, weil sie sehr schön mitspielt, dass sie eben noch, noch sportlicher abgestimmt ist. Dementsprechend noch besser zu handeln bei schnellen Wechseln oder sehr schnellen Kurvenfahrten. Das finde ich persönlich einfach sehr gut gemacht. Ja. Und hinten ist auch, genau, da gibt es auch die Art Velour-Sitze und man sitzt auch hinten gut, oder? Also auch vom, das ist halt das Tolle an dem gegenüber auch Stinger GT mit dem, mit dem Platz hinten. Und vor allem, weil die Schalensitze noch mal ein bisschen schmaler sind, gewinnst du halt hinten auch noch mal mehr an Platz. Da ist hinten echt richtig viel Platz. Das ist richtig gut. Und das ist ja auch ein bisschen die Frage, immer, ob ein Auto wirklich den GT-Namen verdient. Es gibt ja viele Autos, die GT heißen, aber wo du ein bisschen denkst, ist es wirklich ein Gran Turismo, aber dem Anschein nach, vor allem mit der Leistung. Das Einzige ist halt immer diese Sache mit der Reichweite. Ne? 424 Kilometer nach WLTP angegeben, weil du halt diese enorme Leistung hast. Genau. Und die habe ich ja gerade auch gelernt, die E-Maschine vorne, oder nicht gelernt, ich hatte es einfach nicht im Kopf gehabt gerade, die wird ja entkoppelt und trotzdem, es gibt ja viele, die nicht entkoppeln, die PSM-Maschine ja einfach mitlaufen lassen vorne und dann ist halt enormer Widerstand. Und trotz, dass die entkoppelt wird, hast du diesen, ich sag mal jetzt Reichweitenverlust, aber es ist kein Verlust, aber gegenüber der Allrad-Version vom EV6 hast du halt schon eine eingeschränktere Reichweite. Ne? Das ist so. Genau, klar. Aber eben trotzdem, wenn man eben im Eco-Mode oder eben normalen Modus fährt, schafft man diese Reichweite. Wenn wir jetzt mal auf den GT-Modus umspringen und wirklich mal so aus... Das Cockpit. Genau, es verändert sich das Cockpit. Es geht auch da in dieses Lime Green rein. Und wenn ich jetzt einfach mal drauf gehe, dann merkt man wirklich auch einfach mal diesen Durchzug. 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ja, also gleichermaßen einen sehr gleichmäßigen Durchzug, finde ich sehr, sehr angenehm gemacht. Natürlich, er schafft die 260. Es wird ab 210 etwas langsamer von der Beschleunigung her, dass er natürlich nicht mehr den gleichen Durchzug hat wie von ganz unten raus, aber eben nicht, dass er nur noch 1, 2, 3 km/h einzeln nach oben geht, sondern auch da ist ein gleichmäßiger Durchzug nach wie vor vorhanden. Ja, trotz der 740 Newtonmeter, die ja schon echt brachial sind, aber irgendwann oben wird es halt trotzdem ein bisschen zäher. Ne? So und wir haben 3,5 Sekunden, das einmal nur mal gesagt, von 0 auf 100, 740 Newtonmeter, 585 PS. Das heißt, wir sind hier im Segment schon von Taycan GTS, e-tron GT, klar die ganzen entsprechenden Teslas natürlich, Polestar auch so. Aber preislich ist das hier, das Auto ist ja schon vorbestellbar. Genau. Preislich ist es schon... Echt interessant mit den 60.000 sind es, ne? Ist eine Ansage. Also, das ist echt eine Ansage. Du kriegst echt viel Leistung und auch schöne, also schöne Qualität, wenn man es auch mal die wirklich... Ganze Verarbeitung. Ja, genau. Ja. Anguckst. Das ist echt gut gemacht. Hier, klar, hier ist Kunststoff. Das ist klar, das ist im EV6 halt so. Aber Sitze, alles das, was du anfasst, alles, was du siehst, bis auf das hier, ist nicht schlecht. 60.000 Euro, das ist eine echte Kampfansage. Definitiv, man kommt sehr viel geboten. Ich finde auch generell, wenn man jetzt mal von generell dem EV6 spricht, auch was die Assistenzsysteme angeht, finde ich, ist immer so ein ganz, ganz großes Problem, auch bei anderen Herstellern. Und hier funktionieren sie sehr, sehr souverän. Ich finde sie sehr empfindlich teilweise eingestellt, aber sie funktionieren und sie funktionieren wirklich ohne Probleme. Ich habe das jetzt die letzten Tage gut probieren können und muss wirklich sagen, da ist absolut das Ganze sehr souverän. Mhm. Ja, das ist wie im EV6 halt, da kam ja nichts jetzt Neues hinzu beim EV6 GT, ne? Genau, ja.
mit dem, du bist gerade im Sport Plus Modus. Genau, ich bin jetzt im GT-Modus. Das ist Sport Plus. Und genau. Da ist Traktionskontrolle eingeschränkt verfügbar. Das heißt, die greift im letzten Moment noch ein. Korrekt. Du kannst aber leichte Winkel, wenn das Heck ein bisschen kommt, kannst du zu, also lässt dazu, ne? Das lässt dazu, genau. Ich kann jetzt mal gucken, dass wir hier. Der Sound ist schon ein bisschen, der kommt so ein bisschen aus der Box, ne? Muss man schon sagen. Das stimmt. Der ist. Das gefällt mir immer da nicht so, wenn es dann so. Braucht es nicht, finde ich. Mhm. Vor allem, er kommt nur vorne raus. Mhm. Ist kein allumfassendes. Das ist die einzige, ja, oder ein Manko. Hat er sich jetzt beschwert, oder? Warum? Nee. Ich habe den Sitzplatz gewechselt. Ach so, okay, der Kamera ist schuld. Nicht angeschnallt. Ach so. Oh Gott. Einmal durchs Auto geflogen. Ja, man hat schon gemerkt, so ein bisschen mit dem Heck. Genau, er versucht wirklich sehr schön, aber übers Heck zu arbeiten und das mag ich sehr gerne. Er geht nicht zu groß ins Untersteuern, sondern er versucht dann die Tendenz zum Übersteuern zu nutzen. Sodass er eben das Gewicht nicht so spüren lässt. Und das mag ich unheimlich gerne. Also man kann auch ein bisschen Spaß haben mit dem Auto, wenn man das möchte, ne? Ja, klar. Ja, ja. Auf jeden Fall. Das definitiv. Und auch eben von der Bremse her, ich versuche gleich mal eine Stelle zu finden, wo wir eben etwas stärker in die Bremse gehen, merkt man auch einfach, dass sie wirklich zupackt, dass sie beißt. Und, bist du vorbereitet darauf? Auf jeden Fall. Okay, nicht, dass die Kamera hier ich halte sie fest und mich auch. Und eben trotz der über 2 Tonnen, die wir ja eben hier in dem Fahrzeug haben, ja, da braucht man eben auch eine solche Bremse. Es ist eine Performance-Bremse. Gleichermaßen, eben, wenn eben Fahrzeuge in diesem Tempo unterwegs sind, ist es für mich essentiell. Kann ich nicht anders sagen. Auf jeden Fall. Wir haben andere Reifen. Wir haben Michelin Sport 4S hier drauf. Sind das Werksauslieferungsreifen? Bei dem GT, ja. Kann man da wählen oder sind es nur die? Nein. Nur okay. Also die, okay. Michelin muss man wählen, okay. Ja. So, wenn wir jetzt mal ich kurz drauf gehen, machen wir ein bisschen schnellere Spurwechsel. Ja, da merkt man schon. Und dann können wir wirklich mal durchziehen lassen. Sind wir bei 230. Ja. Man merkt auch, dass. Oh, wenn ich dann mal stärker in die Bremse gehe, das funktioniert. Ja, packt gut zu, ne? Ja, ja. Was ja auch für ein GT immer wichtig ist, das Geräuschniveau und so weiter. Ne? Jetzt mal abgesehen von den Sound kann man nicht verändern oder kann man in dem Individual. Kann man wegnehmen. Genau, ah, ja, gut, das ist gut. Also den Sound kann man wegnehmen. Aber was auch wichtig ist, diese Geräuschkulisse hier einfach. Ne? Bei 230, klar, das hat hier am Spiegel ist halt immer die Stelle, da im Fensterdreieck, wo es dann halt immer ein bisschen kommt. Aber es ist von der Frontscheibe sehr ruhig und von hinten auch ruhig und von den hinteren Seiten auch ruhig. Nur die einzige Soundkulisse ist halt da vorne. Man hat keine zu starken Verwirbelungen, die man wahrnimmt, auch eben was das Lenkrad angeht. Ja, also ich sag mal, man hat es ja oftmals doch bei Fahrzeugen, dass man Vibrieren drin hat, dass man leichte Bewegungen drin hat. Jetzt nicht unbedingt, dass das Auto hin und her geht, aber dass man doch leichte Bewegungen hat. Ja. Er ist sehr, sehr steif und hält sich wirklich sehr schön in der Spur, egal bei welcher Geschwindigkeit. Und das finde ich wirklich, Und auch, wenn du den Spurhalter dann ausgeschaltet hast. Ja, genau. Ja, okay. Und was man auch gerade gemerkt hat, klar, die Karosserie gibt nach, ne? Schon. Ja. Es ist nicht eine komplette Wankstabilisierung, nicht komplett, aber es ist schon sehr steif. Genau, also wir haben natürlich auch keinen zusätzlichen Wankstabilisator drin, aber eben aufgrund des adaptiven Fahrwerks das funktioniert wirklich enorm gut. Ja. Und auch Rückmeldungen, klar, Rückmeldungen kenne ich jetzt nicht so von der Lenkung und so. War das Dinger schon echt ganz gut? Genau, also ist auch tatsächlich so, dass ich sage, sehr präzise, egal in welchem Fahrmodus man unterwegs ist, man hat nicht viel Spiel, also es ist eine sehr direkte Lenkung, aber es ist eben nicht so, dass es
dass er seinen Spurrillen hinterher fährt oder wie auch immer. Nicht so krass. Ne? Ja, genau, okay. Das macht er nicht. Ist und das ist eben genau das, was ich so schön finde. Da kommt eben dieser GT-Charakter durch. Und das finde ich eben unheimlich angenehm. Und nicht Radicalo. Genau. Ja, die Radicalos würden dann jeder Linie folgen. Genau, korrekt. Klar, das brauchst du beim GT oder willst du auch gar nicht haben. Nee, macht einen echt guten Eindruck. Also klar, immer wieder, man ist ja schon so oft in so High-Performance-Sportlern gefahren, Elektro, aber trotzdem immer wieder die Beschleunigung. Ja. Die macht immer wieder Spaß. So die 740 Newtonmeter einfach vom Stand weg. Ja. Das ist schon, ist echt cool. Ja, ja. Ja, ist gut. Ja. Also, jetzt wo wir im Stau stehen, hier in Frankfurt, ein kurzes Fazit ist auf jeden Fall sehr, der Eindruck vom Beifahrersitz aus überzeugt durch gerade den Sitz, auch dieses im Auto sitzen. Mhm. Das ist echt schön. Das ist eine wirklich, wirklich gute Sache. Auch, dass alles sehr straff ist, alles sehr fest. Ich weiß jetzt nicht, wie sich es wirklich anfühlt. Das ist ja mal was anderes, wenn man auf dem Fahrersitz sitzt. Aber es hat den Eindruck, dass alles sehr, sehr stramm, sehr, sehr fest ist. Ja. Und dass alles hier drin wirklich auch passt und sitzt. Und vor allem, dass man auch ein bisschen mit dem Auto spielen kann. Gerade wenn es ein GT die Top-Linie ist, will man ja auch ein bisschen Spaß haben. Nicht nur Drift-Mode, das machen am Ende ganz, ganz wenige. Mhm. Aber gerade diese Einstellungen mit Sport Plus bzw. GT-Mode, dann, die man hier hat, das ist schon eine schöne Sache. Und ich wollte dich nur einmal ärgern. Ja, genau. Jetzt hat es die Kamera verrissen. Ja, genau. Also echt schön. Aber ich würde sagen, damit schließen wir auch. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dieser ganz kurzen Tour. Wir werden das Auto ja auch bald selber fahren dürfen, fahren können. Da bin ich schon ganz gespannt drauf. Und bis dahin bleiben Sie uns treu. Bedanke mich bei dir. Sehr gerne. Alex. Und dann vergessen Sie nicht, auch unsere Kanäle hier zu abonnieren und uns mit uns möglicherweise in Austausch auch zu gehen. Sollten noch mehr Fragen sein. Auch nochmal detaillierte Sachen auf automativ.de dann zum Nachlesen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.